Steffen H. war erst 21, als er starb. Diesen beiden Männern wird vorgeworfen, ihn am 17. Juni des vergangenen Jahres getötet zu haben. Seit Anfang Februar müssen sie sich deshalb vor dem Landgericht Mosbach verantworten. Ulrich H. kann sich noch genau an den Tag erinnern, als er erfuhr, dass sein Sohn nicht mehr nach Hause kommen wird. Mein Bruder hat mich angerufen, hat mich gebeten, ich soll doch bitte gleich auf direktem Weg nach Hause kommen. Es wäre was passiert. Steffen H. war zuvor zu Besuch bei einem Freund in Elstal-Dallau. In einer Gruppe tranken sie gemeinsam Alkohol. Nach einer körperlichen Auseinandersetzung ging Steffen H. dann schlafen. Die mutmaßlichen Täter sollen sich dann vorgenommen haben, ihn zu töten. Im Hinblick darauf haben sie einen Schnürsenkel aus dem Schuh des späteren Opfers gezogen und haben dann mit diesem Schnürsenkel das stark alkoholisierte Opfer stranguliert. Warum es zu der Tat kam, ist noch unklar. Angeblich soll einer der Angeklagten den 21-Jährigen als Verräter bezeichnet haben. Was dieser aber verraten haben soll, haben die Täter nicht gesagt. Dem Vater des Opfers fällt es schwer, den mutmaßlichen Tätern während der Verhandlung in die Augen zu blicken. Sie waren ja direkt gegenüber gesessen. Und die sind einfach kalt gewesen, beide. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet klar: Mord. Die Angeklagten sind erst 21 und 27 Jahre alt. Das Alter des Jüngeren könnte sich daher auch auf das mögliche Strafmaß auswirken, sollte dieser nach Jugendstrafrecht verurteilt werden. Dann wäre die Höchststrafe 10 Jahre. Bei dem Mittäter, der zumindest als solcher jetzt mal angeklagt ist, da kann die Freiheitsstrafe auf jeden Fall 15 Jahre lang sein. Aber kann es aus Sicht der Hinterbliebenen eine gerechte Strafe geben? Was gerecht ist, darüber kann man lange diskutieren. Wir gehen davon aus, dass sich der Anklagevorwurf des Mordes bestätigen wird. Der Prozess wird am 1. März fortgesetzt. Mit einem Urteil wird bis spätestens Mitte März gerechnet.